So, hallo Leute. Ja, jetzt muss ich ein bisschen leiser sprechen, weil das hier in meiner, ja, in meinem Servierraum doch etwas halt. Ja, wie man jetzt so ein bisschen sieht, bin ich gerade am Versuchen, oder ja, der erste Teil meiner Schlachtküche, meines Servierraums. Man sieht jetzt, da hinten steht noch die Waschmaschine. Das heißt also den hinteren Teil, oder ich muss mir das ja dann mit meiner Frau teilen hier, den Bereich. Ja, meine Schlachtküche, Schlachtkammer. Fangen wir an, also was man jetzt hier als erstes sieht, ist der Tisch, an dem ich praktisch das Bild grob zerwirke. Das ist so, es muss halt alles aus Edelstahl sein. Ich sage es auch gleich vorneweg, wahrscheinlich ist das alles, was ich hier habe, nicht EU-konform oder sonstiges, aber für mich reicht's und ich kann damit leben. Ja, also wie gesagt, ich habe hier meinen relativ großen Arbeitstisch, wo ich das Bild grob zerwirke. Wichtig hierbei ist alles aus Edelstahl, vom Waschbecken bis zum Tisch. Hier sieht man jetzt auch schon so ein bisschen ein etwas besonderes Waschbecken. Das heißt also, wenn ich jetzt hier anfange, schalte ich den Wasserhahn an, habe also jetzt dann Wasser in der Wildkammer an. Als erstes, was relativ wichtig ist, ist der Schlauch. Den kann ich also auch draußen zum Ausspritzen und zum Säubern vom Wild nehmen. Das ist ein sogenannter, ja, lebensmittelechter Schlauch. Das sind diese blauen, sieht man jetzt hier, ein dünner. Ich habe mir jetzt hier, ja, so eine Düse von einer, ja, einfach so eine, ja, Metalldüse drauf gemacht. Die kennt man von diesen Pressluft- oder Druckbehältern. Also ich finde die Dinger super, die funktionieren. So, das heißt also, wir haben jetzt Wasser, das Wild ist ausgespült, kommt hier rein, wird jetzt von mir grob zerlegt. Dann brauche ich, was auch relativ sinnvoll ist, ein Waschbecken, wo ich kein Wasser an habe. Das heißt, ich komme hier dran, habe hier ein Waschbecken, wo ich, hört auch von alleine auf, habe ein Waschbecken, wo ich praktisch ohne den Wasserhahn zu berühren, mir die Hände oder meine Ausrüstung, also meine Messer und so weiter, kurz abwaschen kann. So, das heißt also, wir haben jetzt hier das Wild jetzt grob zerlegt, dann geht es hier drüben weiter. So, das nächste, was man jetzt hier hat, ist auch wieder ein Edelstahl-Arbeitstisch. Da habe ich immer so ein paar Handtücher, Baumwolle darf man wahrscheinlich auch nicht nehmen. Und hier, also an diesem Tisch, tue ich das Wild also etwas feiner portionieren. Das heißt, ich habe hier mein Vakuumgerät, kann die Sachen wunderbar einvakuumieren oder kann hier zum Beispiel ja, auch Fleisch, Wild gleich verarbeiten. Dann habe ich hier praktisch meinen zweiten Wasserhahn. Einmal hier auch wieder Kalt- und Heißwasser, auch wieder zum Reinigen von der ganzen Sache. Und ich kann halt jetzt hier den ganzen Bereich, bis auf meinen schönen Holzofen, aber der ist wahrscheinlich auch nicht erlaubt, kann also hier den ganzen Bereich praktisch mit diesem Wasserschlauch abspritzen und reinigen. So. Ich habe also alles, die kompletten Wände, den kompletten Boden, habe ich also mit so einer speziellen Farbe. Da gibt es also mittlerweile wirklich ganz, ganz tolle Sachen. Habe ich den also praktisch einlackiert und kann den also jetzt wirklich wunderbar reinigen. So, ja, das ist jetzt erstmal so die Ausstattung, Edelstahl. Ich habe es mir in zwei Bereiche eingeteilt. Da drüben, erster Bereich, grobes Zerwirken. Ja, die gröberen Schlachtarbeiten, sage ich jetzt mal. Und hier um den Tisch geht es dann ein bisschen feiner zur Sache. Da werden also dann die Sachen küchenfertig portioniert und hergerichtet. Ja. So, jetzt kommen wir zu dem Werkzeug,
bzw. Ausrüstung zerwirken, schlachten. Also wir haben jetzt praktisch hier unseren Edelstahltisch und jetzt geht es so langsam los, das grobe Zerwirken. Habe ich hier also Plastikbretter, wichtig, kann man reinigen, abspülen. Dann als nächstes haben wir hier eine Knochensäge. Das gleiche Spielchen, alles aus Kunststoff, alles muss oder kann man oder muss man eigentlich fast zu 100% reinigen können. Die ganzen Sachen, die ich euch jetzt zeige, die schmeiße ich alle auch in die Spülmaschine, dass das also da wirklich hundertprozentig sauber wird. Also einmal Knochensäge. Was braucht man noch, wenn es recht grob hergeht? Habe ich hier ein Hackmesser, ein richtig grobes. Da auch wieder Kunststoffgriff wichtig, auch wenn Holz da schöner ist, aber das hilft nun mal nicht. Und auch wieder hier richtig massive Metzgerqualität. Und das Erschreckende ist, die Sachen sind gar nicht mal so teuer. Die sind eigentlich immer relativ billig. Dann habe ich auch hier wieder zum Zerwirken eine Löwe Jagdschere. Also auch absolut geiles Teil, top. Da kann man richtig schön Rippen mit durchzwicken, grobere Sachen, also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Auch wieder Kunststoff und hier Löwe. Ja, dann habe ich hier auch noch mal eine kleinere Schere und Messerschärfer, auch wichtig, dass man schnell wieder nachschärfen kann. Dann habe ich hier Rippenzieher, da kann man also dann praktisch die Rippen rauslösen, ein kleines, eher ein Spielzeug. Und auch hier wieder wichtig, Einweghandschuhe kann man dann einfach schnell anziehen und leider dann auch wegwerfen. Ja, dann wird es wieder ein bisschen interessanter. Kommen wir zu den Messern, also das gibt es in zig Ausführungen und jetzt werden natürlich einige sagen, ja, um Gottes Willen, jetzt macht er mit solchen Plastikmessern rum. Es hat den Grund, sicherlich nehme ich jetzt persönlich zum Aufbrechen und ich bin eigentlich ein Fan davon, im Revier aufzubrechen, da sicherlich mein Jagd- und Outdoor-Messer. Wenn es aber jetzt darum geht, dass ich praktisch hier, was heißt im Akkord, aber Lebensmittel auf andere Leute erzeuge, dann muss man da schon ein bisschen mehr aufpassen. Und so, also die Dinger, also so ein Schlachtmesser kostet 10 Euro, also das ist in meinen Augen überhaupt kein Geld, ist so ein Stainless, also ein nicht rostender Stahl und sind wunderbar zum Arbeiten. Also da gibt es je nach Bedarf, Bereich, also von einem groben Messer zu einem feinen hier oder so diese, was haben wir hier? Also da gibt es wirklich für jeden Bereich, jeden Dings Messer hier, diese wunderbaren Ausbeinmesser, die gibt es also starr. Das müsste dann das Flexible sein. Also wirklich eine ganz, ganz saubere Geschichte und ich kann die auch wieder ab in die Spülmaschine. Also ich kann die richtig, richtig abkochen, sage ich jetzt mal, und dann ist da einfach die Gefahr relativ gering, dass man da eine Verunreinigung reinbringt. Und wenn die mal stumpf werden, zack, hier, da kommen wir aber später nochmal zu, kurz nachschärfen. Also das sind reine Arbeits- und Gebrauchsmesser, zack, zack. Also man hat da wirklich für jeden Bereich, wenn ich da irgendwelche am Knochen entlang schäle, und dann nehme ich ein flexibleres, dann habe ich große Fleischstücke, zack, nehme ich mein Schlachtermesser. Also da hat man eine wunderbare Auswahl an Messern. Und die ich jetzt hier hängen habe, das ist ein 100er. Und ich habe 8 oder 10 Messer zur Verfügung. Ja, auch noch sicher
halt hier so ein Kettenhandschuh, ist auch nicht verkehrt. Oder hier so eine Schürze, wenn es ein bisschen noch grober zugeht. Ja, und dann, das ist eigentlich so meine Zerlegeausrüstung. Und ja, jetzt werde ich das Ganze noch ein bisschen verfeinern und schauen, dass man es vielleicht noch ein bisschen besser hinkriegt. Und Bettstahl, also im Prinzip alles da, womit man sein Bild zerlegen kann. Und ja, Arbeitsgeräte. Ja, was habe ich noch? Ich habe hier überall so Plastikkisten, die gibt es also in zig verschiedenen Größen, kann man wunderbar ausspülen mit heißem Wasser und da kann man dann, ich sag mal, das Fleisch zwischenlagern, was man zerlegt hat, bevor man es hier drüben praktisch portioniert oder die Dinger in die Kühlung, das ist alles ein sogenanntes, auf jeden Fall so ein genormtes System gibt es in Schwarz, könnt ihr teilweise mittlerweile in jedem Baumarkt kaufen. Also davon ein paar Kisten, wunderbar, um das Fleisch reinzutun, um portionierte Sachen, einfach die ganzen Sachen zu sortieren und ja, sauber und hygienisch. Das war's, vielen Dank, euer Waldläufer.